Also nachdem ich persönlich jetzt noch nichts zum Mittag gegessen habe und wir haben ja gesagt, wir verkosten jetzt gleich Käse und Sie erklären mal, wie das funktioniert, würde ich sagen, legen wir gleich los. Ja, das ist doch immer am besten, gell? Und ich würde sagen, Sie haben Hunger, fangen wir doch mit einem guten Bergkäse an. Die Uhrzeit vertragen wir schon ein bisschen kräftiger. Genau. Sollte man zum Käse verkosten eigentlich hungrig sein? Man sagt ja immer, wer Hunger hat, dem schmeckt alles. Ja, man muss es trotzdem schon ein bisschen riechen und schmecken. Also bloß immer, wie sagt der Allgäuer, nein, Schieber, das geht nicht. Wenn wir jetzt hier mal so ein Stück Bergkäse abschneiden, gell, sollte man ja auch beim Einkaufen immer ein bisschen darauf achten, dass man den Käse so am Stück kauft, weil ein Käse kalt, das schmeckt schon mal gar nicht. Wie bei einer guten Flasche Wein, der Rotwein muss einfach atmen. Bei der Verkostung gibt es natürlich auch mehrere Möglichkeiten. Der Deutsche kennt eigentlich immer nur klassisch, sage ich mal, den Würfel. Ja. Ja. Aber wenn man so die Ausbildung Käsesommeliere absolviert hat, da weiß man eigentlich, also der Würfel ist da eigentlich out. Das lernt man wirklich so von unseren Nachbarländern, die Österreicher, die sagen, an der Spitze beginnt der Genuss. Aha. Und deswegen ist es eigentlich auch immer wichtig, dass man den Käse so ein bisschen in Spitzen schneidet. Weil an der Spitze, da schiebt man nicht gleich das ganze Stück rein. Und immer zuerst dann riechen und dann so langsam im Mund nehmen, zerkauen, das wäre wichtig. Okay. Jetzt machen wir das doch noch gleich mal. So, und also ich als Laie, worauf kann ich jetzt achten, wenn ich reinbeiße? Weil vom Wein zum Beispiel kennt man es ja, da schmeckt man dann... Was schmeckt man daraus? Heidelbeeren oder Erde oder sowas? Was schmeckt man da hier schmeckt raus? Mir zum Beispiel, ist der Käse cremig? Wie ist der Teig von der Konsistenz her? Ist er sehr hart, bröselig? Das hat ja jede Sennerei, hat ja ihre eigene Rezepturen. So, und jetzt probieren wir es. Das ist jetzt meins. Das ist jetzt ihr, ja genau. Jetzt beißen wir doch mal rein, gell? Das heißt, Rieher hat gar nicht angeschaut. Gleich reingeschoben, ja. Cremig. Mhm. Was schmecken Sie jetzt raus? Cremig, der hat einen sehr guten Charakter, ist auch nicht bitter. Wichtig ist auch immer, wenn man auf dem Gaumen hat, dass es nicht so zum Brennen anfängt. Also der müsste jetzt gerade noch ein paar Grad wärmer sein. Man hat auch meistens immer so zu Hause das Problem, dass man so beim Aufschneiden nicht weiß, wenn man so ein Stück Käse kauft, wie geht man eigentlich vor. Meistens macht man es dann immer so, dann bleibt immer schön das hintere Stück. Das mag auch mal keiner mehr, das liegt dann zum Kühlschrank. Eigentlich kann man es wirklich so machen. Also wenn man bis hier ungefähr ist, schneidet man sich das Stück einfach so schön mundgerecht in schöne Spitzen. Man kann das auch da nehmen. Wenn Sie das dann so zum Fernseher, wenn man das Ihnen so beim Fernseher hinstellen würde, ich glaube, da lassen Sie dann gerne die Chips liegen, oder? Das, und die Süßigkeiten. Ja, das glaube ich auch. Also, ja, eigentlich müssen denn den ganz milden Weißlacker, den sparen wir uns noch ein wenig auf, oder? Das ist ja zum Schluss. Das ist ja, der ist ja zum Schluss. Aber wie schaut es denn aus mit dem Romador? Ja, ganz am milder auch, bestimmt. Oh, der... Das ist nur ein schöner Romador. So, oh, der lacht mich schon. Oh, und die der wird jetzt dicker geschnitten, oder? Ja, der müssen wir jetzt dicker. Also, da kann ich jetzt auch nichts hobeln. Nee. Nein, da kann ich jetzt auch nichts hobeln. Also, wenn ich jetzt da an unsere Oma denke, die tät jetzt da auf ein richtiges Bauernbrot und tät dann schön Marmelade oben drauf schmieren. Ja, das kenne ich auch. Gell? Habe ich mir noch gedacht. Das kenne ich auch mit dem Gorgonzola zum Beispiel. Macht man das ja auch ganz gern. Das hängt damit zusammen, die Schärfe von dieser, weil der hat ja wirklich nur so den Dampf, gell? Wird durch die Marmelade, durch die Süße von der Marmelade, wird die Schärfe etwas genommen und auch die Bitterkeit von der Rinde. Und das gibt dann wieder eine Harmonie eben her. Und das ist immer wichtig, dass man da die Balance gut findet. Das ist ein Käse. Da dunkles Braut. Also da tust du jetzt auch schwer mit dem Wein. Da musst du jetzt schon ein dunkles Bier trinken. Da brauchst du auch. Ja. Oh, der hat Dampf. Wie lange hat der jetzt gereift? Die sind so in der Regel 4-6 Wochen. Brauche ich natürlich auch. Länger braucht er nicht, um so zu stinken, ist ja unglaublich. Kommt natürlich auch auf die Rotkultur drauf an, wie der behandelt wird. Gell? Das hängt auch immer da damit ab. Rohe Zwiebel dazu, oder? Genau, dann wäre das Brot perfekt, oder? Genau. Ja, dann würde ich mal sagen, wird es Zeit fürs große Finale. Oh, jetzt also ich muss sagen, ich persönlich bin ja ein absoluter Weißlacker-Fan, also ganz im Ernst. Aha. Hab den auch öfters dann mal daheim und biete den dann auch an. Aber es gibt, ich sag mal, eher weniger Leute, die meine Leidenschaft dann wirklich teilen.
Ich meine, das wird man dem Käse auch gar nicht so ansehen. Man meint am ersten Blick, das ist wie ein Schafskäse. Ja, ja. Hat auch immer einen guten Überraschungseffekt, wenn man den dann so hinstellt und sagt, so jetzt, das ist ein Weißlacker, so ein ganz kleines Stückel, probier erst mal. Ja, wieso? Ja, ja, genau. Also ich krieg da auf Messen auch viele so dran. Mhm. Da kann ich wirklich, also da haben wir mal tolle Erlebnisse, das muss man wirklich sagen. Und der reift halt, ich meine, 12 Monate. Mittlerweile haben wir sogar Reifezeiten von 15 Monaten. Hat natürlich auch einen hohen Salzgehalt. Gell? Das wird man dem Käse so gar nicht ansehen. So, ich würde sagen, zum Abschluss werde ich mir jetzt noch ein kleines Stückchen von diesem Romadour hier gönnen. Ja, danke. Und dann werden wir vielleicht noch von dem noch ein bisschen was abschaben für die Mannschaft. Ja klar, das ist doch selbstverständlich. Im Hintergrund. Und dann sage ich mal vielen Dank. Es war sehr lecker und vor allem auch sehr interessant.